Oha, er setzt sich sein Helm auf. Okay, dann mal schönen Applaus für Hannes. Hello again. Was ich hier bei mir habe, ist meine treue Begleiterin, eine Tasse. Wie ihr seht, natürlich. Heute ist nämlich mein erster Aufbautag. Von was, fragt ihr euch? Vom Wasserfasten. Und diese Tasse hat mich die letzten Wochen dabei begleitet. Ich mag sie sehr gerne. Und es steht drauf, ich bin exzentrisch, nicht verrückt. Nicht verrückt. Was ist denn Wasserfasten, wird hier gefragt. Wasserfasten ist, wenn man nur Wasser trinkt und dann vielleicht ein bisschen weniger Energie hat und einfach mal umkippt. Deswegen habe ich diesen Helm auf. Oder vielleicht auch, weil es schön aussieht. Nee, den habe ich tatsächlich beim Fahrradfahren, beim Wasserfasten irgendwann aufgesetzt, weil ich dachte, ja, ich hätte es irgendwie beim Fahrradfahren umkippt, das wäre ja nicht so cool. Und jetzt ist er einfach da geblieben. Schön. So bei meinen ersten Poetry Slams, wo ich mal zugeschaut habe, da haben die Künstler immer so komische Handzeichen gemacht, um ihren Text zu unterteilen. So. Oder sie haben Zahlen genannt. Also das fand ich ganz merkwürdig und habe es am Anfang nicht verstanden. Sie haben so 1, dann ging es los, 3 und so weiter natürlich. Um so ein bisschen Stage-Credibility zu haben, dachte ich mir, das muss ich auch machen. Und ihr hört jetzt einen straff durchorganisierten Text zu meiner Wasserfastenerfahrung. Und nun geht's los. 0. Vor einiger Zeit fastete ich schon mal 10 Tage ausschließlich mit Wasser. Und während ich die letzten Monate eher schlecht als recht gegessen habe, dachte ich mir immer, ach komm, ich faste irgendwann einfach, dann ist die Fresserei halb so wild. Smart, oder? Eins. Gedacht, getan. Ohne Entlastungstage, also Tage, an denen ich weniger esse, starte ich nach einem Mitternachtssnack aus Hummus mit Rosinen ins wilde Wasserfasten. Als ich bei meiner Bande in Berlin ankomme, bietet sie mir sogleich ein Festmahl an. Ey, nee, ich trinke Wasser. Mann. Ich trampe nach Hause und der Apfelbaum in unserem Garten sieht so fantastisch aus wie nie. Jeder Apfelbaum sieht so fantastisch aus wie nie. Vertan! Mein Freund Matze geht auf Reisen in die USA und Australien und feiert Abschied. Es gibt viele Kuchen und ein Buffet. Ich gucke mir das Ganze ganz genau an und überlege, was ich wohl genießen würde. Es ist schon schwer zu widerstehen und dann erklärt mir mein Kumpel Kai auch noch, das ist doch ungesund, nichts zu essen. Ja, ist ein guter Ansatz. Er sagt mir das, während er auf Bockwurst mit Kartoffelsalat und Ketchup kaut. 4. Kaum bricht der 4. Tage an, erinnere ich mich dann, auch noch mit Kraus, dass überall stand, dass man beim Wasserfasten maximal 3 Tage ohne ärztliche Aufsicht und Begleitung durchführen sollte. Folglich gehe ich geradewegs zugrunde. Das sind ein paar Reime, die ich gar nicht geplant habe, aber sie freuen mich. 7, fehlen ja ein paar Tage. Am 7. Tage Wasserfasten, also am 3. Tage nach meinem Tod, erstehe ich natürlich auf. Im Grunde trank ich fleißig Wasser und siehe da, ich lebe wieder. Auch ohne die Argusaugen von anderen Ärzten. Nach meinem Tod machte ich mich nämlich endlich mal schlau, warum ich eigentlich faste. Und aha, mein Wasser ist der beste Arzt von allen. Nee, mein Körper ist der beste Arzt von allen. Mit Wasser natürlich, ohne geht's nicht. Weiter im Text. Und, warum man auch noch fastet, dadurch, dass ich Verdauung von der Prioritätenliste nehme, kann sich der Körper auch mal anderen coolen Dingen widmen. Meine Reserven, Regeneration und natürlich sich mal richtig locker machen.
8. Heiter weiter sitze ich mit meinem Juten, Gesellen und Jasper am Stubentisch und wir spielen Make and Break. Unter enormem Zeitdruck Figuren aus 8 runden Holzstäben bauen. Ich las, dass Mensch sich beim Fasten nicht stressen und möglichst nicht arbeiten sollte. Klingt für mich nach Tipps, die ich 1:1 aufs ganze Leben anwenden kann. 9. Heute heiraten meine Kumpanen Kevin und Sarah. Ich bin glücklich, so. Und trampe froh nach Ruhwinkel, also ins Nirgendwo, im Anzug, oho. Die beiden sehen auch fantastisch aus. Auch das Essen schaut voll feierlich rein. Ich beäuge das Buffet wie schon 6 Tage zuvor bei Matze. Sollte das Auge tatsächlich mitessen, habe ich mein Fasten nun gebrochen. Und genau dazu möchte mich auch Sarahs Mama ermutigen. Ich erkläre ihr, dass ein Stück Fleisch nach 9 Tagen nur Wasser vermutlich mich oder zumindest meinen Magen umbringen würde. Kein müheloses letztes Mal also, zumal ich nicht schon wieder sterben und auferstehen mag. Ein Wunder ist sowieso viel cooler beim ersten Mal. Und ich will nicht schon wieder 3 Tage warten, denn vorher wird mich dann vermutlich eh niemand vermissen. Erwarten, ein cooler Rhyme gewesen. Ein Lied, nachdem ich meinem Freund Paul erzählte, dass ich echt keine Kraft zum ausgiebig Tanzen verspüre, rockt Hannes ziemlich Peppers zu Can't Stop von den Red Hot Chili Peppers. Und um 3:30 morgens fährt er als letztes mit den Eheleuts Richtung nach Haus. Reserven sind also schon noch da gewesen. Ich musste sie nur finden. 10. Habt ihr jetzt nicht gesehen, aber 10. Heute finde ich sie eher nicht, die Reserven. Total verkatert wache ich auf. Hab wohl zu viel Wasser getrunken. Was ich so den liebsten langen Tag mache? Ich radel im Schneckentempo durch die Natur. Nun stehe ich 1/4 Stunde bis zum Bauchnabel in der Trabe gegen den Strom und gegen den Muskelkater. 11. Womit wir wieder im Wald wären. Wasserfasten ist was für einen Sparfuchs wie mich. 12. Essensfantasien bleiben mir jedoch nicht erspart. Deswegen das Wort wieder vor. Während ich so durchs Gehölz gehe, erstehe ich Brombeeren, Wildäpfel und Brennnesseln. Gut, für die letzte brauche ich wahrlich keinen Meisterdetektiv, doch alles klingt für mich wie Musik in meinem Magen. Ich steige jetzt von vegan auf Rohkost um und freue mich wahnsinnig, die Kräuter unserer Natur besser kennen zu essen. 13. Kennt ihr das, wenn ihr zu schnell aufsteht und euch manchmal schwarz vor den Augen wird? Ja. Es ging mir häufiger so, ich mache jetzt mal den Action-Test. Ja, okay, geht. Und jetzt kann ich auch 14 zeigen. 14. Tag. Jetzt noch schnell ein Zitat. Wow, das freut sich auch. Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht das Fasten die Seele kräftiger und verschafft ihr beweglichere Flügel. Hebt sie empor und lässt sie über himmlische Dinge nachdenken, indem es sie über Lüste und die Freuden des gegenwärtigen Lebens erhaben macht. Von Johannes Chrysostomus. 15. Und zu guter Letzt, esst mehr Obst und fastet nicht, während ihr noch in der Entwicklung seid. Dankeschön.